Hallo meine Süßen und damit hallo und herzlich willkommen, besser gesagt, yo, zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute, man nicht in dem gammeliger YouTuberinnen-Look, ich will jetzt hier keinen, sondern natürlich wieder Weibitisch-Videos 1 mit dem üblichen Star Wars Battlefront-Kram, mit meiner professionellen Verstärkung in Wendepunkt. Ein bisschen zu spät in die Lobby gekommen. Lag daran, weil wir noch Lobbyisten waren und noch ein bisschen ein paar Politiker von unserer Meinung überzeugen wollten. Ja. Und er hat wohl seinen Blaster rausgeholt. Und heute ist das Thema der Episode. Würdet ihr euch Challenges von meiner Seite gerne ansehen, also FIFA-Challenges, irgendwie Bean Basel oder sowas wie, was haben wir denn noch, zwei Controller, irgendwie über Kopf spielen mit Facecam oder lassen wir jetzt nicht echt die Impulskanone köpfen. Also so traurig sind wir auch selber. Ich wäre natürlich jemand, der sich jetzt darüber aufregen würde. Ich bin hier, wenn ich jetzt, wahrscheinlich war der auch ein YouTuber und der rastet jetzt aus. Dünn, dünn, dünn. Unsere Leute übernehmen einen Kontrollpunkt. Dünn, 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 EL. Ja, es gab mal Zeiten, da war ich in Battlefront auch extrem, also meiner Meinung nach extrem brausig. Aber das war die Zeit, wo ich krank war und deswegen nichts aufnehmen konnte. Jetzt denkt ihr euch, na klar, aber was ist das eigentlich für ein Kreuzer? So ein Rebellantenkreuzer, oder? Ich denke schon, ja. Dass das Schiff einfach nicht explodiert. Oder hat da jemand eine Ölpumpe reingeballert? Niemand ist da. Warum nicht? Der muss jetzt in unseren Fängen landen. Warum nicht? Das einzig Positive ist, wenn bei Star Wars Battlefront Folgen, die, wo ich nicht selber, spiele, kann ich nicht ragen. Und man kennt es ja schon allzu gut, wie ich im Ragen bin. Und zwar ziemlich schlecht. Vielleicht der geilste ist eh, wenn ich bei Lucky Dice ausraste. Neue Kontrollpunkte werden geortet. Was ist da los? Man weiß es nicht. Da hat sich jemand geplayt. Hier campt einer rum. Hier fliegt irgendwo links. Wir sind eh gleich down. Ich war da noch nie. Puh. Da ist er. Das ist ein Shadow. Shadow Troopers macht natürlich klar. Oh, das wäre zu player-mäßig von ihm gewesen. Oh, wir gehen down. Die T21B rettet ihn hier. Putin eats meat. Ich wusste gar nicht, dass Putin Fleisch isst. So, aber Shadow Trooper sind natürlich auch immer recht gut. Blastergewehr.
Das ist jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Das zockt ihm noch nicht mal Damage. Gibt gar kein Damage. Keinen Damage. Komm, dann mehr Stunden weg. 300%. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu sichern. Was ist da los? Wir gehen down mit einer nicht unbedingt der besten Runde, aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Hoffentlich. Da kommt ein Player. Du hast ihn hier nicht geplayed. Ja. Ah. Boah, meine aktiven Freunde. Fällt mir dazu irgendwie gerade nur ein. Blaster. Wie sieht's aus mit der Blaster? Boah, schön. Das war ein Shadow. Jetzt bräuchte man sowas wie Körperschild. Ja. Die E3 ist eben die bausigste Waffe, die es auf dieser Welt gibt. Abgesehen von der DL-44, die eigentlich auch ziemlich gut ist. Ich hänge hier ungefähr, wenn ihr mich gerade sehen würdet, wie ich kommentiere, für die denken, was? Wie viel hat der Typ getrunken? Wie ist das eigentlich? Nichts. Denn ich bin einfach nur so extrem müde. Bam! Pünchigkeit. Kann man schon so als entweder können, aber wohl eher Pünchigkeit. Jetzt werden wir den naschen. Ah! Hochverdient fürs deutsche Team. Nein. Das hätte kann man natürlich auch als Pünchigkeit ansehen, aber dafür, dass wir selber. Also ich kann dagegen selber nicht so gut mit der Impulskanone umgehen. Ich finde es schade, dass Zielschuss genervt wurde. Boah, was geht da ab? Kills kommen. Schon wieder, ey, was ist da los? Rang 10, das geht richtig nach oben. Man hört nur den Lüfter. Neue Kontrollpunkte werden geortet. Nach 30 Sekunden. Der obere ein Kontrollpunkt. Blaster, wie der A82C. Da ist einer. Na. Und da eine DLT-19 hat er, glaube ich. Ist geschützt? Nee. Only Assist. Only Assist. Wir sind wieder voll. Kontrollpunkt. Na, schade. Oh, Player. War schon ein richtiger Player. Oh. Dennoch Bock auf mehr Battlefront-Folgen als die 39. hier. Ich natürlich auch. Aber es kommen jetzt in nächster Zeit werden mehr Challenges kommen. Sowas wie Bienenbasel und sowas. Also FIFA Challenges dann eben auch. Bienenboostet.
Übernehmen einen Kontrollpunkt. Das wird dann irgendwie so sein, dass für jedes Tor, was ich kassiere, muss ich eine Biene essen oder so. Das würde mich wahrscheinlich... Ich will dann spiel ich mit einer Fünferkette. Als wenn du den nascht. Die Impulskanone geht wahrscheinlich gar nicht mehr, so noch gar nicht so weit. Für Energie hat sie gar nicht. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu übernehmen. Player, moin. Was nun das ist? Oh, da ist jemand Player. Schade. Knappe Kiste, aber das wusste er wohl. Kontrollpunkt wird gesichert. Down. T21B ist die Sniperwaffe schlechthin. Sie müsste man die auch mal nehmen. So schlecht kann sie auch nicht sein. Aber ich bin immer noch für die 3 Forever. Natürlich hochkonzentriert hier beim Zusehen. Oh Leute, der hat doch gar nicht hat er irgendwie so ein, ist er so wie so ein Wicht und ballert einfach sinnlos durch die Gegend rum. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier und heute. Schaffen wir das noch? Achso. Zeit bleibt einfach stehen, denkt sich nö. Neue Kontrollpunkte. Jetzt muss dafür noch einer sein, glaube ich. Ja. Ein Kontrollpunkt, wenn wir das jetzt schaffen, wäre das natürlich schon nice. Definitiv. Das wäre schon. Erstmal die Sicht gechanged. Play Rose. Noch 2 Minuten, dann ist das Spiel beendet. Danach kriegen wir entweder den Kontrollpunkt oder es bleibt so. Wo ist also der Wendepunkt? Oh, Bühnenschichtigkeit. Aber es müsste ein Assist geben. Falls er down ist. Ist er nicht. Boah. Ja. Gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Bleibt konzentriert. Sprungantrieb, Raketenantrieb. AT-ST räumt mal auf. AT-ST räumt immer noch auf. Ionenschutz macht der. Da haben wir nichts mehr. Oh, das war's. Ja, die Runde ist jetzt nicht so bausig, aber im Prinzip verlief sie nicht schlecht. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen, weil wir haben eigentlich durchgehend Kills gemacht und wir hatten dann auch viel Pech am Diesel. Also man kann nicht sagen, dass es hier schlecht verläuft, aber es verläuft ja auch nicht richtig gut. Das, die Zahlen lügen leider nicht. Aber was heißt, ich finde, man muss, hat jetzt auch nicht immer den Zwang, wenn man was hochlädt, Platz 1 zu werden. Denn das schafft einfach keiner. Wenn du auch mal eine professionelle Verstärkung schaffst, es nur jedes Dreiviertel mal. Das ist natürlich so bausig.
dim, 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 dim. Oh, naja, okay. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.